Ja, also ich war ja im April in Hannover bei Politik zum Anfassen. Da habe ich mein Schulpraktikum gemacht für 2 Wochen. Und dort gibt das Projekt Pimp My Town. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das müssen wir auch unbedingt auf Fehmarn haben. Hallo und herzlich willkommen zu Fehmarn Aktuell. Mein Name ist Alina. Wir befinden uns hier an der Inselschule Fehmarn, wo gerade das Planspiel Pimp My Island stattfindet. Bei Pimp My Island wird die Inselschule zum Rathaus umfunktioniert. 75 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen haben sich diese Woche mit der Frage beschäftigt, was man auf Fehmarn alles besser machen kann. Heute am Planspieltag diskutieren sie in 3 verschiedenen Ausschüssen in einer Stadtvertretung über ihre Ideen. Der Bürgermeister Otto-Uwe Schmid hat gerade die Schülerinnen und Schüler begrüßt und steht jetzt bei meiner bezaubernden Kollegin Joanne. Ungefähr vor einem Jahr war es so, da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. Und dann musste ich mich einlesen, dann gab es auch viele Telefonate, E-Mails hin und her. Und dann habe ich gesagt, das ist eine tolle Sache, muss man hier machen, weil auf so einer Insel wird man selbstbewusst erzogen und auch Kommunalpolitik ist ja Selbstbestimmung in irgendeiner Form. Und deswegen passt das ganz gut in die Schullandschaft, sowas als Projekt zu machen. Ich habe nun gelesen, dass eine ganze Menge Ideen da sind. Ich würde mal sagen, einige könnte man sicherlich davon umsetzen. Andere scheitern an rechtlichen Grenzen, die wir haben. Und die eine oder andere vielleicht auch an der finanziellen Umsetzmöglichkeit. Aber das eine oder andere könnte ich mir schon vorstellen. Jetzt so einen Antrag mal speziell. Was halten Sie denn von einem autofreien Sonntag hier in Burg? Das ist der Knaller. Das ist die super Idee, sag ich mal ganz ehrlich. Die Frage ist nur, wie man natürlich das organisatorisch macht. Aber das hätte schon was. Um so ein Planspiel auf die Beine zu stellen, ist im Vorfeld einiges zu organisieren. Dabei stand uns unter anderem Herr Fenn zur Seite, der sich gerade bei meiner Kollegin eingefunden hat. Für sie ja wichtig und wertvoll, für die Schüler, weil sie über dieses Projekt Kommunalpolitik kennenlernen können und nicht nur theoretisch, sondern auch sehr praktisch und handfest. Nur wenn man 3 Tage Zeit hat, an einem ganz konkreten Projekt zu arbeiten, dann ist das natürlich viel intensiver und viel einprägender, als wenn man in der Woche, ich sage jetzt mal, eine Stunde hat und dann das über 5 oder 6 Wochen verteilt ist. Der Förderverein hier an der Inselschule, der ist also sehr rege und der gibt 1/3 dieser Kosten. Dann gibt es ja einen ja, Verein, möchte ich es nicht nennen, aber eine neue Vereinigung, die heißt Stark Miteinander, die sich auch sehr um die Jugendlichen hier auf der Insel kümmert. Die haben dazu gegeben. Und dann konnten wir erreichen, dass der Bürgermeister den Schülern ein sogenanntes Sitzungsgeld heute bezahlt. Normalerweise werden ja Stadtvertreter, wenn die in ihre Sitzung gehen, bekommen die ein Sitzungsgeld als Aufwandsentschädigung. Und die Schüler bekommen das quasi heute auch und können, und so wird dann der Rest dann finanziert, damit dieses Projekt auch entsprechend stattfinden kann. Wir müssen natürlich jetzt überlegen, wie kann das im nächsten Jahr weitergehen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das nicht einmalig bleibt, sondern dass das weitergeführt werden kann, wenn man sieht, dass Erwachsene und Schüler mit großer Begeisterung bei der Sache sind. Und da müssen wir uns jetzt, wenn das zu Ende ist, das Ganze mal evaluieren, auch in finanzieller Hinsicht und müssen schauen, wie können wir das im nächsten Jahr wieder hinbekommen, dass wir Politik zum Anfassen wieder an die Inselschule bekommen. Und ein weiterer wichtiger Helfer war Herr Heimann. Was meinen Sie, ist der Unterschied zwischen ja, diesem Planspiel jetzt und dem normalen Unterricht in den Klassen jetzt jeweils? Ja, das ist natürlich erheblich, weil die Schüler jetzt selber gefragt sind, selber aktiv zu werden. Und im normalen Unterricht sind sie nur passiv, nehmen nur was auf, machen irgendwas, lernen etwas. Und jetzt werden sie um ihre Mitwirkung, um ihre Meinung gefragt und lernen dabei eine ganze Menge so einfach so nebenbei. Also sind Sie schon der Meinung, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viel aus dem Planspiel mitgenommen haben und Ja, und ich hoffe, dass sich das nicht nur im Bereich von Wissen bewegt, sondern auch, dass sich ihre Einstellung ändert, dass sie das Gefühl haben, Politik ist nicht etwas so ganz Abgehobenes, Politik findet auch hier statt und ich kann was mitmachen, ich werde gefragt, ich kann mich beteiligen, kann mich einbringen. Natürlich spielte auch die Schulleiterin Frau Schmeiser eine wichtige Rolle. Ich finde dieses Projekt ganz, ganz wertvoll für Schülerinnen und Schüler, weil ich einfach denke, dass Politik
genau das Medium ist, an dem man sich beteiligen muss, wenn man in dieser Welt irgendwas ändern möchte. Ich hoffe, wir können es implementieren, ganz fest an einen Jahrgang knüpfen, sodass mehr oder weniger alle Schülerinnen und Schüler, die jetzt nachrücken, irgendwann mit Politik in Verbindung gebracht werden können. Auch die Politiker haben eine wichtige Rolle gespielt. Sie standen den Schülern als Paten mit Rat und Tat zur Seite und unterstützten diese, wo sie nur konnten. Ich war begeistert, als ich die Einladung dazu bekam, weil ich das ganz wichtig finde, dass junge Menschen an die Politik herangeführt werden, denn alle Parteien brauchen nachher auch Nachwuchs und je früher man sich für Politik interessiert, umso mehr Nachwuchs hat man nachher. Ich habe die Tagesordnung gelesen, ich habe die Ideen gelesen, ich habe auch die Begründung gelesen. Einiges davon, ich kann das alles nachvollziehen, dass Jugendliche die Wünsche haben, die da aufgeführt sind. Einiges ist ganz sicher auch für die Menschen, die hier Politik vor Ort machen, überlegenswert. Einiges, denke ich, werden wir nicht durchführen können, weil auch die Stadt gar nicht zuständig dafür ist. Aber das ist auch gar nicht so das Entscheidende, denke ich, was hier eingeübt werden soll. Sondern erstmal Ideen sammeln und merken, alles, was hier passiert, ist Politik. Schule ist Politik, hat mit Politik zu tun, Ausstattung, Vereine, Sportvereine, jeder Fahrradweg, jede Straße hat alles mit Politik zu tun. Und wenn das die Schüler verstanden haben, finde ich, ist das schon eine ganze Menge. Ich werde jetzt exklusiv für Sie zu meiner rasenden Reporterin schalten, die sich live bei den Ausschusssitzungen befindet. So, jetzt stehe ich exklusiv für Sie vor dem Raum der Ausschusssitzung für Jugendsoziales und Tourismus. Jetzt werden wir mal einmal einen kleinen Blick hineinwerfen und gucken, was darin so diskutiert wird. Natürlich im zweiten Antrag steht da schon ein bisschen viel drin. Dass sie nur da einen Platz zu schlafen haben müssen, ist auch klar. Das sind ja die Tippelbrüder, die man teilweise kennt, die man so sieht. Ne? Auch die kann man im Winter nicht nachts draußen liegen lassen. Also ich fand am besten, dass wir bisher unsere eigenen Ideen einbringen konnten. Also zum Beispiel, als wir die Anträge schreiben sollten, wie man einen Antrag schreibt oder so, das fand ich sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich habe darüber viel gelernt, halt mit den, wie das alles zum Beispiel regiert wird. Also, wir haben jetzt verstanden, wie Politik und so funktioniert und es bringt eigentlich ganz Spaß. Also zum kleinen Teil halt nur. Also mit der Kommunalpolitik haben wir es jetzt nur verstanden. Das heißt, wir nehmen Top 7 Shopping Center und eventuell könnte ich mir vorstellen, gibt es einen Antrag dazu, das mit Top 8 ebenfalls Shopping Center zusammenzulegen. Das werden wir dann hören. Ja, also hallo, ich bin Ole. Ich bin Linus. Und wir gehören beide der OLPD an, der Ole-Linus-Partei Deutschland. Unsere Meinungen wurden halt ja, mit den anderen nicht geteilt und ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, unsere eigene Partei zu machen. Also bei mir war es mit der Paintballhalle und mit dem City-Markt, den ich vorgeschlagen habe. Da waren manche nicht mal, also fast alle nicht meiner Meinung und ja, dann war mir das halt zu blöd und dann habe ich gesagt, ich gründe meine eigene Partei und jetzt, ja. Ja. Das hat halt Vor- und Nachteile. Also Vorteile sind, dass man nicht in so einer ganz großen Gruppe jetzt diskutieren muss über einzelne Entscheidungen. Aber Nachteile hat es auch irgendwie, dass man nicht so viele Stimmen hat. 1, 2, 3. Wer enthält sich? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Enthaltungen. Super. Vor einigen Minuten hat die Stadtvertretung ihre Beschlüsse gefasst. Wir denken, dass ein Citymarkt in Burg angebracht wäre und es sich auch wegen der Touristen und der Einheimischen lohnen würde. Außerdem verkauft City, also der Citymarkt auch an Restaurants seine Ware. Wer ist dafür? Einmal die Hand heben. Die Stadtvertretung würde beschließen, ein Citymarkt. Das war's auch schon wieder mit unserer Sendung für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. So, und jetzt noch einmal weiter zu meiner nervigen Kollegin Joanne, die jetzt auch endlich weitergekommen ist. So, jetzt stehe ich hier exklusiv für Sie vor dem Raum der Ausschusssitzung Jugend, Soziales und Tourismus. Okay.
kann nur sagen, jeder bekommt ein Schwein. Jeder bekommt ein Schwein. Politik und jetzt zum Anfassen. Politik zum Anfassen. E.V.